Okay, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, insbesondere meine Haters, haben mich immer gefragt, wie ich Stricker TV finanzieren kann. Es kann ja nicht so viele Spender geben, die Stricker TV finanzieren. Und jetzt, wo Corona vorbei ist, der Ukraine-Mist sich auch langsam Ende zusteuert, möchte ich es euch offenbaren. Es ist Hanf. Hanf ist meine Chefinvestition. Und jetzt, wo ich fertig gelogen habe, präsentiere ich gerne den Geschäftsführer dieser Firma von TB Farming AG. TB Farming AG. Genau. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Mike Toniolo, 29 Jahre Cannabis-Erfahrung. Ich habe das Unternehmen 2016 gegründet und wir produzieren medizinisches Cannabis, aber auch für das Pilotprojekt St. Gallen. Und wir produzieren CBD und ganz andere Produkte, die man aus Hanf herstellen kann. Genau, also das Allermeiste, was du produzierst, ist CBD. Gibt es auch THC-haltiges, das du produzierst, oder ist das gar nicht mehr ein Thema? THC-haltiges produzieren wir nur für medizinische Zwecke im Moment. Und wenn das St. Galler Pilotprojekt für Forschung startet, vom BAG aus, dann produzieren wir für Freizeitkonsum THC. Okay. Und hier, was sehen wir hier? Das sind Stecklinge, oder? Das sind Stecklinge, die wir für die CBD-Produktion nutzen. Und das ist von den Regularien einfach das Einfachste, was man machen kann. Und ist unser täglich Brot. Und das heißt, ich bin jetzt vorher durch die ganze Firma geschritten. Du hast viele solcher Räume. Du hast doch hier auch im anderen Raum sieht man andere Pflanzen, die schon ein bisschen größer sind. Hier sind größere Pflanzen. Und wie viele Quadratmeter hast du total? Weißt du das? Insgesamt sind es 5000 Quadratmeter Spielwiese. Spielwiese heißt also das Gesamte mit Büro und allem? Das Gesamte, ja. Das Gesamte, 5000 Quadratmeter. Das sind wie viele Tennisplätze, das wissen wir jetzt nicht. Das weiß ich nicht, ich spiele kein Tennis. Wahrscheinlich Fußballfelder sind es sicher eins, oder? Ja, ich glaube eins, ja. Gut, und wie viel davon sind für Anbau? Davon sind 3500 Quadratmeter Anbaufläche. 3500, also zwei Drittel der Fläche ist wirklich für den Anbau gedacht. Genau, der Rest für die Weiterverarbeitung, für Lager. Und Büro natürlich. Genau. Also es beginnt dann mit den Samen, die man pflanzt und dann entstehen diese Stecklinge. Nein, da muss ich dich korrigieren. Man fängt an mit Samen. Da gibt es Mutterpflanzen. Genau, aber man fängt an mit Samen und guckt mal, welche performt gut. Und die wählt man dann aus und macht eine Mutterpflanze daraus. Und aus dieser Mutterpflanze macht man dann Stecklinge. Steckholzvermehrung heißt das in der Fachsprache. Und die kriegen dann Wurzeln. Und dann hat man eben so eine standardisierte Anbaufläche, wo alle genau gleich groß sind und keine größer als die andere und der Gehalt von THC und CBD immer im gleichen Niveau bleibt. Also das ist für mich nicht überraschend, dass alle gleich gut wachsen, das hat mit der Genetik zu tun. Das sind alles identische Klone, das sind alles Kopien von einer Mutterpflanze. Einer einzigen? Ja, also aus dieser einzigen Mutterpflanze macht man dann 20 Mutterpflanzen und aus diesen 20 Mutterpflanzen, was ja alles die gleiche Genetik ist, und schneidet jetzt, man dann die. Weißt du jetzt, was für einen Namen diese haben, oder? Das hier ist Erdbeerli. Erdbeerli? Ja, genau. Das ist eine hauseigene Zucht. Und genau. Die gibt es nur im Thurgau von dir. Die ist sogar weltweit geschützt, diese Sorte. Die haben wir eingetragen im weltweiten Sortenschutzamt. Und diese Sorte dürfen nur wir anbauen und haben wir auch selber gezüchtet. Aber es wachsen keine Erdbeerli, es wächst nur CBD-haltiges Hanf. CBD-haltige Blüten, die wir draus generieren und im Denner verkaufen. Mhm. Und das hat ein Aroma wie eine Erdbeere. Deswegen heißt das Erdbeere. Ah, nicht, weil du voll drauf gewesen bist, weil du Superjoint gedacht hast, wir nennen jetzt Hanf Erdbeeren und Erdbeeren Bananen. Nein. Nicht, nein, okay. Ich habe dem THC-Konsum AD gesagt vor 11 Jahren. Ja, selber? Genau. Ja, genau, die guten Dealer, die konsumieren ja ihre eigene Ware nicht. Besser nicht. Genau. Das ist eine alte Lehre, die man von der Straße kennt. Die besten Dealer konsumieren nicht. Die besten Wirte trinken keinen Alkohol, weil sie sonst nicht langfristig durchhalten könnten. Aber mir ging es eigentlich eher darum, ich habe Verantwortung für damals 50 Mitarbeiter, jetzt 15 Mitarbeiter. Und da kann man nicht stoned durch die Welt laufen. Und jetzt haben wir ja einen Dunst, den man, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist das die gesamte Bewässerung? Nein, das ist die Luftbefeuchtung. Luftbefeuchtung, Bewässerung ist von unten, oder wie? Bewässern tun wir in diesem Stadion, wenn sie noch klein sind, von Hand. Weil hier muss man Fingerspitzengefühl walten lassen. Ja. Und das kann man nicht automatisieren, sollte man nicht. Und jetzt das hier ist die Befeuchtung. Warum kann man das nicht automatisieren? Das sieht jetzt relativ einfach aus, jede Pflanze relativ gleich. Ich kann nicht einfach jedem einen Deziliter Wasser geben.
Welcher Pflanze gibt es jetzt mehr Wasser als der anderen? Siehst du das? Das sieht mein Gärtner ganz genau, weil wenn er ausgetrocknete Flächen hat, weiß er, die braucht Wasser. Und wenn er sieht, okay, der Topf ist schwer, braucht sie kein Wasser. Und das ist Handgelenk mal Pi und natürlich jahrelange Erfahrung und dann hat man das im Griff. Und drum ist das alles auf Rädern, wie man hier unten sieht, damit man eben diese Module quasi verschieben kann und Zugriff hat auf alle Pflanzen. Genau. Das ist ja alles schon sehr ausgeklügelt. Wie lange bist du jetzt schon in diesem Geschäft? 29 Jahre. 29 Jahre? 29 Jahre. Ich habe im Keller angefangen bei meiner Mama zu Hause, drei Pflanzen, und ich habe es sogar so weit gebracht, dass die gestorben sind innerhalb von 2 Tagen. Dann habe ich mir mal ein Buch gekauft, dann habe ich mir eine Lüftung gekauft, dann habe ich mir Lampen gekauft und dann ging es los. Was bringt dich dazu, wie alt warst du vor 29 Jahren? 14. Was bringt dich dazu, vor 14 Jahren medizinisches Hanf zu produzieren? Als ich 14 war, habe ich natürlich Freizeitkonsum Cannabis produziert. Ja. Und das kommt daher, meine Schwester war 3 Jahre älter als ich und sie kam zur Pflegefamilie aus dem Grund, weil sie Drogen konsumiert hat bei mir zu Hause, also in meiner Familie. Mhm. Und sie wurde dann mit 14 ausfällig, 15 noch schlimmer, und dann kam sie zu einer Pflegefamilie. Und das hat mir so ins Gewissen geredet. Ich wollte wissen, was ist so gefährlich an dieser Pflanze? Was treibt einen dazu, dass man so eine Reaktion macht wegen einer Pflanze? Vor allem habe ich sie in den 90ern überhaupt nicht verstanden, weil jeder hat gekifft im Zug. Überall konnte man Lampen kaufen, Stecklinge kaufen. Also es war ein offenes Kifferparadies. Im Tessin waren die größten Felder. Und meine Eltern haben mir gesagt, weißt du, Mike, wenn du das rauchst, dann verklebt dein Hirn, dann wirst du strohdumm, dann verlierst du deine Arbeit. Halt alles so Geschichten, die überhaupt gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann wollte ich die Wahrheit für mich selber empfinden und habe eine Rebellion entwickelt, die ich bis heute lebe. Ja, das ist eine Geschichte, die da bis in die 30 Jahre zurückgeht. Da hat es die Reefer Madness Werbespots gegeben, wo die Leute, die gekifft haben, aus dem Fenster gesprungen sind und andere ermordet haben. Genau. Und so. Und ich habe gehört, der Grund sei die gewesen, dass ein großer Papierproduzent, also etwas gegen Hanf hatte, weil er Hanf als großes Konkurrenzprodukt zum Holz besah. Und das sei bis heute nicht der Grund, dass es dermaßen verboten ist. Ist das richtig? Auf das will ich eingehen, weil wir befinden uns jetzt vor der ältesten Verschwörung und die krasseste Verschwörung auf der Weltgeschichte, wenn es um Cannabis geht. Man muss sich das mal vorstellen. Da haben sich die Großindustriellen zusammengetan und die hatten gerade die Alkoholprohibition hinter sich. Das hat geheißen, dass ganz viele amerikanische Polizisten arbeitslos waren. Und dieser Held, der das ins Leben gerufen hat, hat Gelder bekommen von der Industrie. Und das nicht nur von der Papierindustrie, von der Arzneimittelindustrie, Pharmaindustrie, von der Papierindustrie für Zeitungen, von der Forstindustrie und von der Textilindustrie. Und natürlich von der Erdölindustrie. Und warum ist das so? Weil Cannabis so ziemlich all das ersetzen könnte und Cannabis eines der schnellst nachwachsenden Rohstoffe ist auf diesem Planeten. Eine Cannabispflanze macht für gleich viel Papier, braucht 40 Mal weniger Bäume, um das Gleiche zu erstellen. Das würde heißen, dass man einen Wald roden könnte, Hanf anbauen könnte, meinte auf der gleichen Fläche nachher 40 Mal mehr Papierproduktion. Eine Cannabispflanze ist einjährig und wenn ich jetzt 5 Hektar anbaue, oder, dann kann ich so viel Papier daraus herstellen, dass die Waldproduktion gar keinen Sinn mehr macht. Ja, und wie ist es mit Möbeln, Häuser bauen? Man kann aus Hanf, aus dem Holz, also ich will das kurz hier zeigen, man hat ja die Blätter, ist klar, und dann hat man die Blüte, die kann man rauchen oder Extrakte herstellen. Und dann hat man die Fasern, die ist außerhalb des Stängels. Und aus denen kann man Textilien herstellen, welches auch die erste Levi Strauss, die 40 Jahre gehalten hat, nicht wie die Hosen heutzutage, wo nur noch 2 Jahre halten. Also so eine Levi Strauss war aus 100% Cannabis. Und jede Militärkleidung, die man in den 40er Jahren gebraucht hat, war aus Cannabis. Alle Segel von Segelschiffen, die Seile, alles aus Cannabis. Warum? Weil diese Faser die härteste Faser ist, die es gibt. Aber das Holz, zurück zu deiner Frage, das Holz verbirgt sich in dem Stamm. Und dieses Holz, da kann ich Baumaterialien, Isolation draus herstellen, Verbundplatten,
Ford, Henry Ford hat ein ganzes Auto draus gebaut, also die Karosserie aus Hanf. Und Tesla verwendet übrigens, ist ja sein Liebling, verwendet auch Hanfisolation für die Türen beim Tesla. Aber wieso? Also es ist ja nicht verboten, THC-freies Hanf anzubauen, oder? Das ist nicht verboten seit 10 Jahren in der Schweiz. Und warum gibt es nicht jetzt eine Riesenaufzucht, wenn man da so die Forstwirtschaft der Holzproduktion dermaßen einfach konkurrenzieren könnte? Es ist ganz einfach. Du bräuchtest 4000 Hektar und in der Mitte die Fabrik. Aber wenn du jetzt, sagen wir, du hast 1000 Hektar und die Fabrik ist 100 Kilometer entfernt, wäre der Rohstoffpreis wegen Dieselverbrauch, um dieses Material dahin zu liefern, viel höher als andere Produkte, die chemisch belastend sind. Faszinierend. Wollen wir noch einen anderen Raum anschauen? Absolut. Damit wir, sehr gerne. Wir werden dann wahrscheinlich noch bei mir am Küchentisch ein ausführliches Interview machen. Ich möchte dir ein bisschen die Produktion zeigen. Ohne, genau, die Mitarbeiter haben Feierabend. Im Übrigen war es sehr heiß da drin. Und jetzt gehen wir ein bisschen kühleren Ort. Genau, das war sehr warm. Also du hast immer Sommer. Ich habe immer Sommer. Auch wenn die Klimaerwärmung mal versagt, du hast sie. Ja, die Klimaerwärmung, das ist halt so eine Sache. Also dieses Jahr spüre ich wenig davon. Ja. Ja, wo ist sie, wenn man sie braucht, gell? Ja, wo ist sie, wenn man sie braucht, genau. Okay, müssen wir schauen. Können wir das filmen? Ja, ja. Ihr findet gerade die Reinigung statt von dem Raum, weil geerntet wurde. Es riecht wie im Hallenbad, ja. Das ist das Chlor für die Reinigung, ne? Genau. Und hier siehst du, oder jetzt, seht ihr mal so einen Anbauraum. Ich hoffe, man versteht uns noch einigermaßen gut, aber ich glaube schon. Hier sieht man einen Raum, einen von mehreren Räumen. Dürfte ich mal durchlaufen? Ja, sicher, ja. So, ich hoffe, ihr habt da einen Anschein bekommen. Genau. Das ist jetzt aber alles THC-freies Hanf. Das ist CBD, welches auch Spuren von THC enthält. Genau, aber macht keinen Sinn reinzubrechen. Einerseits bist du gut gesichert natürlich. Andererseits, das ist... Der Wert ist nicht wie bei THC-Hanf, wo das Kilo für viele tausend Franken verkauft wird. Hier kostet ein Kilo 1250 Franken. Geerntet, das ist ja nicht erntfähig. Genau, es muss getrocknet werden, dann verliert es 5-mal mehr Gewicht. Mhm. So, und dann verkaufen wir das. Und ist, wie gesagt, ein sehr großer Raum, was sind das? 300 Quadratmeter, schätze ich. Es sind 200 Quadratmeter. 200? 200. Ja. Wow. Ikonische Bilder. Gut, dann gehen wir weiter, dann zum nächsten Raum vielleicht. Ja. Ja. Das sind also richtig große Räumlichkeiten, die du da hast. Hier können wir kurz reingucken. Wow. Also, wie wichtig ist die Luftfeuchtigkeit für die Pflanze? Würde die sterben sonst? Nein, die würde nicht sterben, aber dann würde man nicht einen Top-Ertrag hinbekommen. Ja. Und die brauchen schon 70% Luftfeuchtigkeit. Ja. In der Endblüte eher 50, weil sonst kann es auch Blütenschimmel verursachen. Und das wollen wir nicht. Und hatte dieses Problem manchmal, dass es da Schimmel gibt oder... Weil, oder Läuse habt oder so? Nein, gar nichts, weil wir ein Reinigungsprogramm fahren seit 10 Jahren, unter GACP arbeiten seit 10 Jahren. Good Agriculture Collecting Practice ist alles dokumentiert, wird alles schön notiert, die Arbeitsschritte werden optimiert, die Effizienz wird optimiert dauerhaft. Und mit dem gesagt, im Reinigungsprogramm haben wir auch keine Viecher. Der interessierte Laie würde jetzt sich sagen, was bist du für ein Idiot, dass du deine ganze Expertise auf den legalen Hanf setzt? Was könntest du verdienen, wenn du das illegal machen würdest? Aber du hast dich vor vielen Jahren
dass du das gegründet hast, dich entschlossen, den sauberen Weg zu gehen. Und darum, ja, das wird dann viele Neider geben trotzdem, oder? Viele Kiffer werden, bekommen da feuchte Augen, oder? Wird ausgelöst manchmal, ja. Aber man muss halt auch einfach wissen, es ist nicht eine Aussage, die ich tätige, sondern der Professor Dr. Mechulam aus Israel, er sagt, 33% von allen Arzneimitteln könnte man durch Cannabis ersetzen, weil wir haben alle ein endokannabinoides System. Also jeder Mensch, jedes Tier produziert Endokannabinoide und deswegen können diese Phytokannabinoide auch wunderbaren Nutzen haben, den man jetzt gerade erforscht. Ja, da gehen wir besser vor die Tür, weil ich nicht sicher bin, wie gut die Tonqualität ist, wenn es so laut ist. Gut. Was ist das für ein Tank? Hat es mit deinem Business zu tun? Ja, das ist unser Rheinwassertank, weil es ist ja so, in der Schweiz denken alle, wir haben super Wasser. Das ist eine Anekdote oder Marketing, die wir uns seit 30 Jahren erzählen. Meine Analytik sagt was anderes. Meine Analytik sagt, pharmazeutische Wirkstoffe im Grundwasser, Düngerrückstände, Pestizide und anderes. Und deswegen haben wir hier unsere Wasseraufbereitungsanlage, die das bessere Wasser für unsere Pflanzen macht, als ich und Daniel trinken. Also wir zu Hause trinken schlechtes Wasser, als du für deine Pflanzen zur Verfügung stellst. Ja. Wie aufwendig ist das? Lohnt es sich finanziell? Das Problem ist, dass so eine Umkehrosmoseanlage 50% des Wassers nutzt, um sie sich selber zu reinigen, was Abfallwasser bedeutet. Ja. Und 50% können wir wirklich nutzen für die Pflanzen. Das heißt, eine Wasserrechnung verdoppelt sich so? Genau. Und dann noch ein bisschen Strom, aber es wird nicht so großartig sein im Vergleich zu den Lampen. Nein. Und der Beleuchtung, die du brauchst. Strom sind 20% des Produktionspreises. Und die Löhne 40% typischerweise? Oder? Nein, auch 20%. Auch 20%? Genau. Okay. Die anderen 60% sind Reingewinn? Nein, da kommt dann noch alles andere dazu. Wir forschen ja auch seit mehreren Jahren. Wir haben eine Zucht, wir haben ein Archiv. Vielleicht willst du das Archiv noch zeigen? Ja, klar, wenn wir können. Wir wollen doch das Archiv sehen, oder? Schauen wir uns das Archiv an. Was immer ein Archiv ist, was ist ein Archiv? Ein Archiv ist ein Punkt, wo man Pflanzen rückstellt, weil es gibt über 110 verschiedene Cannabinoide, es gibt über 400 verschiedene Aromastoffe im Cannabis und da gibt es ein Sammelsurium an verschiedener Genetik oder Sorten im Cannabis. Ähnlich wie bei Tomaten, wo es 10.000 verschiedene gibt, gibt es das auch beim Cannabis. Die verschiedenen Farben von grün, violett, pink, aber man hat auch die verschiedenen Aromen. Eins riecht nach Zimt, eine nach Schokolade, eine nach Käse, eine nach Erdbeeren. Und diese Aromastoffe nutzt die Parfümindustrie auch sehr gern und natürlich auch die Lebensmittelindustrie. Aber die Cannabinoide könnte man einsetzen in der pharmazeutischen Industrie. Und da haben wir jetzt Erfahrung gemacht mit CBD die letzten 10 Jahre und hatten sowas von vielen super Ergebnissen bei ganz vielen verschiedenen Patienten, unter anderem auch Kinder, die an Epilepsie leiden und unter anderem aber auch Palliativpatienten und Parkinson-Patienten, MS-Patienten und so weiter. Und wenn man weiß, was Cannabis da so leistet, dann muss man eigentlich sich entscheiden, Cannabis anzubauen. Aber deswegen braucht es auch die verschiedenen Genetiken, weil nicht jede Genetik kann das Gleiche. So, jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Da bin nicht ich gemeint, sondern... Doch, Dani, du bist auch ein Schmuckstück. Ja, ehrliche Menschen sollten eigentlich belohnt werden, nicht? Oh! Jetzt haben wir Dunkelphase. Oh, das sollten wir nicht herstellen. Nee, alles gut. Sollte das man nicht... Ich muss nur schnell Licht machen. Aber schadet das nicht den Pflanzen, wenn man die Dunkelphase stört? Das schadet nicht, nein. Wieso? Weil es noch kurze Zeit macht, oder? Ja, weil wir es für kurze Zeit machen und die sowieso 18 Stunden Licht benötigen. 18, ja. Ja, aber ich finde den Strom nicht. Es ist nicht so schlimm, man sieht erstaunlich viel. Okay. Es ist einfach ein weiterer, sehr grüner Raum, oder? Ich mache mal hier ein bisschen Licht.
Mein Handy habe ich auch nicht hier. Also man kann es sich vorstellen. Okay, hier. So sieht es ein bisschen illegaler aus, wenn es dunkel ist. Ich erkläre es kurz. Also wir haben über die Jahre so viel Genetik gesammelt, CBD-Genetiken, CBG-Genetiken, CBC-Genetiken, THCV-Genetiken, aber auch THC-Genetiken. Wir haben vom Bundesamt für Gesundheit die Erlaubnis, Forschung zu betreiben seit 3 Jahren. Und die Forschung ist die Gehaltsschwankung in den unterschiedlichen Sorten. Und ja, da haben wir Daten und Fakten gesammelt und wissen genau, was wir jetzt tun. Sehr gut. Und das ist ein bisschen auch das ist es das Safe? Ist es das? Das ist der Safe. Das Kapital deiner Firma ist auch hier drin. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja. Also, wir können immer hier Pflanzen rausziehen, Stecklinge schneiden und dann in die Vermehrung und dann in die Blüte. Und so können wir die verschiedenen Produkte auch... Und wenn es hier brennen würde, dann wärst du am Arsch. Nee, von dem gibt es ein Update. Da hast du eine Kopie von? Oder? Genau. Ein Backup? Genau. In einem anderen Raum? Da kann die Hölle austrocknen oder einfrieren, ist mir egal. Weil es gibt hier ein Backup. Das ist einfach sehr wichtiges Kapital hier. Ja, genau. Interessant, ja. Das ist die Grundbasis für jede Zucht. Interessant. Ein Archiv ohne Bücher, sondern eben mit Pflanzen. Und entschuldigt, dass jetzt gerade dunkel war. Eigentlich ist eine Genetik-Datenbank. Ach, komm, wir können noch was Spezielles zeigen. Ich hoffe, man sieht's. Ah ja, man sieht's. Das hier ist ein Albino. Ja. Diese Pflanze ist nicht fähig. Wenn du ein Handy hast, können wir mit deinem Handy das Licht... Ich habe leider nichts dabei, hier, okay. Aber das ist eine Mutation, das gibt's bei Cannabis. Es gibt über 12 Mutationen. Das ist eine davon, das ist die Albino-Geschichte. Die ist nicht fähig, zum Chlorophyll zu produzieren. Aber sie ist halt halb Albino, halb normal. Man sieht sie hier am Stamm. Und sie bezieht die Energie von den chlorophyllhaltigen Pflanzen. Genau. Teilen. Weil es ja, hier hat sie nicht Albino und hier hat sie den Albino-Effekt. Faszinierend. Genauso wie bei den Menschen gibt es auch bei uns bei den Pflanzen Mutationen. Super. Haben wir jetzt schon alles gesehen? Das Büro nicht, aber weißt du, wie wichtig das ist? Haben wir das Spannendste oder ein bisschen einen groben Überblick uns verschaffen können, glaube ich, oder? Ja, einen groben Überblick hat es gegeben. Moment, ich muss so schnell das Stativ umkehren. Aber ich freue mich dann aufs Interview, wenn wir ein bisschen vertiefen, was Cannabis alles so kann. Genau. Weil es halt immer, ich habe jetzt auch ein paar Witze in die Richtung gemacht, es hat immer dieses Anrüchtige des Illegalen. Mhm. Und stört dich das, wenn Leute immer darüber Witze machen? Überhaupt nicht, weil es ja normal ist, nach 80 Jahren Lügerei, dass die Menschen das tun. Mhm. Und deswegen machen wir hier professionelle Arbeit und professionelle Produkte, weil Steine schmeißen und an Demos gehen und sagen, gib den Hanf frei, hat 80 Jahre nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist, wenn man den Schwerkranken eine Lösung bietet, oder wenn man den Konsumenten das Cannabis freigibt für Freizeitkonsum oder wenn man Forschung dran macht oder wenn man eben Produkte entwickelt, die super sind. Und das ändert den Mindset. Eigentlich ist die Leidensgeschichte des Hanf oder der Produktion ein bisschen vergleichbar mit dem des LSDs, oder? Es wurde eigentlich eine großartige Erfindung, wurde von den Hippies dann ein bisschen in exzessiv betrieben, sage ich mal, und wurde dann auch aus politischen Gründen verboten. Wir. Und bis heute bewegt sich die Politik nicht, weil man einfach Alkohol und Tabak, das genügt, so haben die Leute das Gefühl, das sei ausreichend. Ja, und also es ist ja so, Kokain war ein Arzneiwirkstoff, Heroin war ein Arzneiwirkstoff, auch Cannabis war ein Arzneiwirkstoff in der chinesischen Medizin seit 5000 Jahren. Alles kommt aus der Arzneimittelgeschichte. Und wird dann zweckentfremdet für Freizeitkonsum und illegalisiert durch die Behörden. Aber die Illegalität hat ja dazu geführt, gehen wir hier entlang. Die Illegalität hat ja dazu geführt, dass das Ganze in Schwarzmarkt abgerutscht ist, die ganzen Clans und Gangster Millionen gemacht haben und eigentlich das Ganze gar nichts gebracht hat. Geschweige denn Jugendschutz bringt gar nichts, weil was verboten ist, wird ein Jugendlicher immer ausprobieren. Wobei es einen Vorteil hat, glaube ich, dass die Hanfproduktion, die illegale, relativ in Schweizer Händen ist, während die starken, harten Drogen schon eher ein ausländisches Geschäft ist. Oder? Dem ist so, ja, klar. Aber wie gesagt,
Cannabis ist ja vielleicht jetzt... Entschuldigung, kann es nicht sein, dass es ein paar Arbeitslose gibt, die auf das Arbeitslosengeld verzichten können, weil sie illegal anbauen, die sonst nicht so in der Wirtschaft so funktionsfähig wären und sich so ihr Geld verdienen? Das muss natürlich jeder selber wissen, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist es ja in Deutschland seit 2 Monaten legal, Cannabis zu konsumieren, Cannabis-Pflanzen zu Hause anzubauen. Also jetzt ist ein Paradigmenwechsel und diesen Paradigmenwechsel nutzen wir jetzt. Genau, aber das Legalisieren in Deutschland hilft dir als Schweizer Betrieb nur indirekt oder, gar nicht? Das hilft uns auch, weil wir die Geschäfte jetzt natürlich in Deutschland aufbauen, aber nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Und wir haben ja seit 2016 in Konstanz eine Firma und endlich darf die Konstanzer Firma nicht nur Kosmetikprodukte verkaufen, sondern auch Samen und Stecklinge. Okay, und die ganze Corona-Scheiße hat dazu geführt, dass du von 50 Mitarbeitern auf 15 zurückgeschrumpft bist, sage ich mal. Ja. Aber jetzt siehst du wieder Licht am Horizont und planst große Investitionen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Mit der Neueröffnung und dem Paradigmenwechsel ist es so, dass man jetzt wieder Geld verdienen darf. Das wurde uns ja wegen Covid und der dreifachen Stromrechnung verwehrt. Genau, die Stromrechnung wird dich sehr geschmerzt haben. Genau. Ich denke, es gibt diese Smart-Zähler in den Wohnräumen, oder? Ja. Jetzt wird es auch schwieriger werden, das Hanf illegal anzubauen, oder? Diese Smart-Zähler hat die Branche schon längst geknackt, vor 5 Jahren. Da gibt es Geräte, die man auf dem Schwarzmarkt kaufen kann, um seinen Stromzähler, der so super sicher sein soll, mit einem Knopfdruck zurückzuschalten. Das ist absoluter Quatsch, was die uns da erzählen. Und dann zahlt man weniger Strom? Dann zahlt man bis gar keinen Strom mehr. Ja, das hast du alles weißt. Ja, früher hat die Cannabisindustrie, also die illegale Geschichte, die haben hinter dem Stromzähler angezapft und haben so Strom geklaut. Was total gefährlich war, oder? Absolut, absolut. Weil man sich da dann Stromschlag holen konnte. Ja, ja, ja. Aber diese Smart-Zähler, die kann man hacken. Das ist schon lange hackbar, ja. Und das wird auch gemacht, nicht nur im Hanfbetrieben, meinst du, sondern auch sonst bei Leuten, die müssen zu viel Strom zahlen oder wie? Alles, was Geld kostet, ist hackbar und ja. Wer es macht, soll es machen. Wir zahlen unseren Strom. Ja, genau. Also Stromhacken für Putin oder so. Muss ich mir noch den Satz überlegen. Und genau, du hast mir noch etwas anderes, bevor wir angefangen haben zu filmen. Das habe ich jetzt vergessen. Genau, willst du das auch erzählen mit der Stromrechnung? Wenn du diese langfristigen Verträge hast von 10 Jahren, wie das... Das war ein großes Problem, dass manche Firmen ja plötzlich eben viel zu viel für ihren Strom bezahlen mussten. Was ist die Lösung? Also ich will euch das so sagen. Wir haben 20% von unserer Firma sind Stromkosten. Und dann kam auf einmal diese Pipeline-Sprengung. Und dann hat ja die Schweiz gedacht, so jetzt machen wir mal alles im Strom 3-mal teurer, ohne Vorwarnung. Und unser 10-Jahres-Vertrag war gerade ausgelaufen. Und wir waren genau in dem Jahr, wo der ausgelaufen ist und wir vom freien Markt ziehen mussten und deswegen 3-mal so viel zahlen mussten. Hätten wir noch den alten Vertrag gehabt, wären wir mit 15 Rappen weggekommen. Mit dieser neuen Freimarktgeschichte hatten wir eine Stromrechnung von 38 Rappen. Und dann holt also Rappen pro Kilowattstunde. Nicht genau. Rechnung, wäre schön. Ja, genau. Ja, und dann holt man sich natürlich Hilfe und Profis. Ja, und dann sagt mir der Profi, der auch Migro und die ganzen Seilbahnen und Skiresorts berät, hat mir dann gesagt, ja, weißt du, Mike, dieser 10-Jahres-Vertrag, wenn du jetzt drin gesteckt wärst, das ist gar nicht so schlimm, weil dann kannst du diesen Trick machen. Du machst 1 Quadratmeter eine neue GmbH. Also für deinen 5000 Quadratmetern sagst du, dieser Quadratmeter ist jetzt die neue Firma. TB. Genau. Und von dieser neuen Firma kauft meine Firma jetzt den Strom. Also ich habe es nicht gemacht. Zum Glück konnten wir jetzt das anders lösen. Aber das war dann der Lösungsvorschlag, dass man dann von der neuen GmbH den Strom bezieht in meine Firma. Und diese neue Firma kann ja dann wieder an offenen Markt oder im Vertragsabschluss machen mit einem Stromlieferanten. Und so umgehen die Großen allesamt diese Festverträge. Und diese Festverträge sind eigentlich für den Arsch. Das heißt, die Verträge werden gar nicht gekündet. Man zahlt weiterhin 38 Rappen pro Kilowattstunde. Aber
Man braucht einfach keinen Strom mehr. Man bezieht es dann von der anderen Firma. GmbH, genau. GmbH, und die neue GmbH hat dann wieder 15 Rappen. Wir hatten das Glück, dass wir ein Jahr überleben konnten, so, weil wir ja 13 Ernten pro Blühraum haben im Jahr, nicht wie andere nur 6. Und aus diesem Grund haben wir überlebt und haben jetzt neue Verträge geschlossen, wo wir wieder günstig einkaufen, wieder für 12 Rappen das die Kilowattstunde. Und hier sehen wir ein ganz besonderes Fahrzeug, das hast du selber entwickelt. Das ist eine Hanferntemaschine, hast du mir ja gesagt. Genau. Es gibt keine Maschine in unserer Industrie, weil ja die Industrie verboten war. Das heißt, wir müssen uns ständig neu erfinden. Und diese Maschine hat 3 Jahren über 100 Hektar jedes Jahr geschnitten in Deutschland, Faserhanf, und hat hier 2 Jahre 50 Hektar geschnitten. Und die haben wir selber entworfen, mein Geschäftspartner Ben Wedeking und ich. Und ist die Maschine, die am schonendsten erntet und am wenigsten THC und CBD-Verlust hat und vor allem die Mikrobiologie im Rahmen ist, ohne dass man es bestrahlen muss. Hast du da schon Patente drauf oder wie? Nein, leider hatten wir kein Geld, um das Patent zu lösen. Aber nicht, dass es Missverständnisse gibt, das brauchst du nicht indoor. Diese Maschine ist für Außenanbau. Für Feldanbau. Was in der Schweiz nicht mehr so ein großes Thema ist im Moment. Nein, im Moment nicht mehr. Ja. Der Italiener macht das ja illegal. Die Behörden schauen alle weg. Und der Import über den Zoll funktioniert auch, weil die Schweizer Zoll sagen, ja, bei uns ist es legal und was die Italiener machen, spielt keine Rolle. Aber eigentlich dürften die Italiener nur Faserhanf anbauen, aber sie bauen jetzt seit mehreren Jahren CBD an und exportieren das illegal in die Schweiz. Mhm. Super. Wow, das war ein ganz toller Rundgang. Ich würde sagen, in die politischen Sphären tauchen wir dann im persönlichen Interview. Würde ich sagen. Da ist es ein bisschen bequemer. Ja. Und da können wir dann auch richtig reingehen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne stellen wollt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das dann beim Interview dann aufgreifen. So, haben wir es. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, geht in Denner Blüten kaufen oder zu euren... In Denver verkauft eure Blüten? Ja, CBD-Blüten. Oder geht zum Arzt, lasst euch Cannabis verschreiben, weil das geht seit 2 Jahren für so manche Leiden. Es ist ein Alternativprodukt für andere Arzneimittel. Zum Beispiel? Ja, jetzt zum Beispiel ein MS-Patient. Da gibt es ein Fertigarzneimittel, das heißt Sativex. Wenn er das Sativex einnimmt, dann hat er keine Zitterschübe mehr. Und zum Beispiel bei Parkinson, da hat man auch Zittern, das nennt man dann Tremor. Das hat Michael J. Fox vor 15 Jahren, 12 Jahren eingenommen. Da gibt es Dokus, könnt ihr euch anschauen. Und CBD hat aber auch einen Einfluss auf so manche anderen Erkrankungen. Und da bitte ich euch in Google zu fragen, weil mir ist es verboten, darüber Auskunft zu geben. Genau. Und YouTube würde es vielleicht sperren, aber Google, das ja auch... Besitzer von YouTube ist, da kriegt man gratis Links en masse. Ja, ja, da findet ihr alles. Unter www.pubmed.com findet ihr alle Studien über Cannabis, über CBD, THC und alle anderen Cannabinoide. Da könnt ihr euch schlau machen. Und ich rate euch, macht euch schlau. Ja. Ein bisschen schlauer seid ihr jetzt schon geworden, weil ihr StrickTV geschaut habt. Wenn ihr StrickTV unterstützen wollt, dann folgt diesem Kanal, teilt diese Sendung. Werdet Local Supporter und finanziert ehrlichen und unabhängigen Journalismus. Oder kommt am 6. Juli nach Kloten ans Strickerfest, wenn es nicht schon vorbei ist, weil dieses Video ist ausnahmsweise nicht live aufgezeichnet. Ich werde dann auch entscheiden, wann wir das noch mehr geben. Vielleicht dann erst im Zusammenhang mit einem Intro. Oder schon heute Abend. Wir werden schauen. Okay, cool. Danke vielmals, Dani. Also danke fürs Anhören und bis zum nächsten Mal. Ja, was komm gut du? Nach Hause. Das komme ich hoffentlich, ja. Super. Vielen Dank. Tschüss miteinander.